Hä? Macht er das echt? Ich hab's natürlich gemacht. Ich habe mir die Anime-Tarnung für die AKU geholt und damit ziehe ich heute los. Das ist die Klasse, mit der ich spiele. Hat bis jetzt sehr gut funktioniert und ich werde heute Solos spielen. Und ihr wisst, in Solos bin ich immer ein bisschen nervös, spiele ich einfach viel zu wenig. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass passend dazu neue Hardware gekommen ist von Turtle Beach. Habe ich natürlich alles schon getestet, werden wir jetzt aber eben nochmal testen im Spiel mit der AKU. Und ihr seht schon, eins der neuen Sachen, das ist ein neues Headset, das ist das Turtle Beach Stealth 700 Generation 2. Das Ding gibt es für die PlayStation, für die Xbox und für den PC und ist ein Funk-Headset. Man hat so einen kleinen USB-Stecker, den kann man am PC stecken oder an die Konsole stecken. Damit verbindet sich dann das Headset und man hat 20 Stunden Akkulaufzeit, das heißt, da gibt es keine Probleme. Und das Schöne ist halt bei einem Funk-Headset, man kann einfach aufstehen, ohne dass man irgendwie das Headset extra absetzen muss. Man kann seine Teammates noch hören, während man gerade irgendwas aus der Küche holt, was natürlich ganz nett ist, oder man kann halt hören, wann das Spiel losgeht. Ich meine, bei Warzone hat man manchmal ganz kurze Wartezeiten oder ganz lange Wartezeiten. Eine Besonderheit ist außerdem, dass man das Headset mit einem Smartphone verbinden kann und man kann dann da einfach Musik hören zum Beispiel, hat auch noch mal ein paar Einstellungen, die man vornehmen kann. Das heißt, man kann gamen und Musik hören damit. Ich finde das Headset auch sehr bequem. Es ist leicht, was natürlich gut ist für lange Gaming-Sessions. Es hat dann hier so einen gelbasierten Aerofit-Schaumstoff für die Ohrmuscheln, der sehr bequem ist. Man kann auch Brillen tragen. Ich denke, weil sich der Schaumstoff eben so gut anpasst. Ich bin jetzt kein Brillenträger, aber ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass eben der Schaumstoff dann das Brillengestell nicht reindrückt. Der Bügel ist auch metallverstärkt, da geht auf jeden Fall nichts kaputt. Ich habe das Headset natürlich schon in einigen Runden benutzt und der Sound ist top und man kann Gegner sehr gut orten, was man natürlich unbedingt haben will. Außerdem hat mir dann Rocket eine Tastatur geschickt und zwar die Rocket Vulcan. Ein sehr geiles Ding, fühlt sich an sich einfach gut an. Aber es ist außerdem so, dass die ganzen Tastenanschläge mit einem kleinen Laser erkannt werden. In jeder Taste ist ein Laser, der wird unterbrochen, wenn man eine Taste reindrückt. Und dadurch wird alles schneller verarbeitet und die Tastatur hält auch länger, weil natürlich ein mechanisches Element aus der ganzen Sache rausgenommen wurde. Für mehr Informationen zum Headset und zur Tastatur klickt einfach auf die Links in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr die ganze Sache auscheckt. Und ich springe jetzt mit dem Headset, mit der Tastatur und mit der AKU in ein Spiel und hoffe, dass da was funktioniert. Oh, es landen welche mit. Oh mein Gott, warum landen hier so viele? Gib mir eine Waffe. Ah, come on. Wirklich? Okay, da liegt was. Hier ist auf jeden Fall wer drin. Hab dich. Komm, komm, komm. Direkt Platten rein. Da muss ich ja fast mitmischen. Nein. Nein, oh, nicht rein. Oh, ich renne rein. Oh mein Gott. Was sind das für Anfangsszenen? Das war es auf keinen Fall. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Hab dich. Hier ist ein Laster. Den hole ich mir. Ich glaube, das ist der Move. Okay, let's go. Ich fahre einfach. Ich meine, was sind meine Optionen? Dass hier noch keiner war, irritiert mich. Mir fehlt immer noch Geld. Das ist nicht der Anfang, den ich will. Eine Drohne wäre auch mal ganz geil. Ach, jetzt kommt die Ausrüstungslieferung schon. Warte mal, der ist an meinem Shop? Nee, der ist im Auto. Nein, der fährt, glaube ich, weg. Oder? Nee, der ist hier in dem Auto. Ist der hier in dem Auto? Kann man die jetzt nicht überfahren? Oh mein Gott! Was explodiert so einfach? Herzinfarkt! Aber das war schon ganz witzig. Und wie wunderschön ist bitte diese Tarnung. Ich liebe sie. Und ich habe immer noch keinen Kill damit gemacht. Und, ah, da moven sie rein. Da moven sie rein. Warte mal, was habe ich gedroppt? Da war ja was. Okay, dann schauen wir da oben mal. Oh, ich sehe da schon ein Rennen. Ich sehe da schon ein Rennen. Der rennt hier so rum, als würde der mit irgendwem kämpfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall ist. Ah, da unten ist noch einer. Ist der AFK? Was ist das für eine komische Runde? Okay. Komm her zu mir, komm her zu mir.
Bitte werf keinen C. Oh, komm. Bruder! Als ob mein Laster noch lebt. Hey, aber die AKU im Nahkampf? Die geht auf jeden Fall rein. Oh nein. Ach, come on. Die DMR ist so eine nervige Waffe. Ach, come on. Ja, komm, kill mich. Was denkst du denn, was ich jetzt hier mache? Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Ich kann das nicht glauben, dass der mich jetzt leben lässt. Hä? Macht er das echt? Meine Anime-AKU macht uns Freunde! Hä, hey, ich versteh's nicht. Okay, wenn du mal... ich versteh's nicht. Ich entferne mich jetzt einfach langsam. Okay. Ich habe leider das Herzsymbol nicht, sonst würde ich jetzt auch ein Herzsymbol machen. Ich entferne mich jetzt und dann wird normal weitergespielt. Teamen will ich auf keinen Fall, aber was da gerade passiert ist, irritiert mich. Habe ich da was gehört? Da ist einer! Was? Also manchmal hat die einfach keinen Rückstoß. Die hat halt praktisch keinen Rückstoß. Oh, da moved einer. Nice. Oh, wie gut ist die? Nein! Wo sind meine Schüsse hin? Als hätte er keine Hitbox. Oh nee. Das sind meine Platten. Dankeschön. Und da ist eine schöne AKU. Wir können ja die losziehen mit der AKU, meine Freunde. Okay, hier waren doch Schüsse, oder? Ich glaube, die waren da oben einfach. Warte mal, hier ist ein Laster. Hier ist die Action. Aber der sitzt gerade drin. Das Problem ist, dass die ja mittlerweile die Autos zerstören, die Laster. Aber er ist ausgestiegen. Kann er sich mal entscheiden, was er vorhat? Hä? Junge! Was war deine Mission? Nein, 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 fahr, fahr, fahr! Dankeschön. Dankeschön. Oh, ich mag die. Ich mag sie wirklich. Ah ja, da ist einer. Der ist irgendwo da oben. Ist der im Busch? Nee, nicht mehr. Nice. Oh, 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 da ist ein Laster. Mann, 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 ich darf mich halt nicht überfahren lassen. Na komm, na komm, na komm. Ja, auf der Entfernung kann ich nichts machen. Ich müsste halt irgendwie zu meinem Auto kommen. Ich glaube, viel mehr Möglichkeiten habe ich gerade nicht. Okay, versuchen wir es. Oh, er moved auf jeden Fall gerade zu diesem Ding hin. Aber der wird von hinten angeschossen irgendwo. Oh! Nein! Oh, so knapp! Gulag-Faustkämpfe sind echt das Schlimmste. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier meinen Loot bekommen. Und hier war halt irgendwo noch einer. Der macht mir auf jeden Fall Angst. Okay.
Hab dich. Du hattest einmal Glück, mein Freund. Das war's auch schon. Okay, schauen wir erstmal, dass wir den irgendwie bekommen. Hoffentlich, vielleicht. Der wird halt wahrscheinlich oben irgendwo rumgammeln, oder? Hä? Ah, da ist doch einer. War der die ganze Zeit da drin? Hallo Gegner? Müsste hier zufällig noch reinmoven? Ey! Sonst geht's dir gut? Hä? Der ist da wieder drin! Ich glaube, das ist der von gerade. Der ist da einfach wieder drin. Da fahre ich nochmal vorbei. Gleiches Spiel nochmal, mein Freund. Können wir auf jeden Fall haben. Das war wirklich der nochmal. So ein bisschen tut es mir auch leid. Oh, Top 5 mit 10 Kills. Für mich in Solos irgendwie ganz gut, finde ich. Okay, jetzt wird er nicht mehr angezeigt. Nein, ach man, EMR. Du kannst nichts machen gegen dieses Ding. Du kannst einfach nichts machen. Es ist einfach zu OP. Das hat hacky ausgesehen. Ich glaube, dem müssen wir kurz zuschauen. Er hat halt irgendwie ganz komisch durch die Decke geaimt, als würde er wissen, dass da einer kommt. Ich glaube nicht, dass das legit ist. Ich bin ganz ehrlich. Tut das so, als würde er... Ja, ja. Wie er rumhackt. Ich glaube, jetzt war es wirklich eindeutig. Er hat durch die Wand gepre-aimed und das, obwohl der andere Geist hatte. Er hat ihn nicht auf Merchnack-Sensor gesehen, er hat ihn nicht mit einer Drohne gesehen. So, jetzt bin ich gespannt auf die nächsten Hits. Weil der Gegner konnte sich trotzdem verstecken gerade. Wie er durch den Boden aimt. Ach, come on.